Wie tief kann der Laser Material abtragen? Das werde ich immer wieder von euch gefragt und heute testen wir das mal. Klar, das kommt immer so ein bisschen aufs Material an, also eine Marshmallow ist schneller weg als Metall. Und heute machen wir es auf Aluminium. Also hier ist ein Aluminiumprofil und da werde ich jetzt mit einem 50 Watt Faserlaser reinarbeiten und dann messen wir aus, wie tief wir kommen. Super. Richtig schön tiefer Abtrag. Das hat jetzt natürlich relativ lang gedauert. Ja? 150 Mal sind wir da drüber gegangen und das hat 3 Minuten gebraucht, um so tief zu kommen. Je nach Konfiguration des Lasers geht das aber auch viel schneller. Also wir haben diesen Test auch schon mal mit einem 300 Watt Faserlaser gemacht. Da haben wir 18 Sekunden gebraucht. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was man braucht. Und jetzt werden wir aber mal nachmessen, wie tief sind wir ins Material gekommen. So, und jetzt sehen wir mal hier erstmal, wie das aussieht. Ne? Sind wir so tief reingekommen. Jetzt können wir auch noch mal hier schauen. Hier sind wir jetzt bei 995 μ und jetzt da unten sind wir bei 170 μ. Ich messe das jetzt noch gleich noch mal ganz genau nach, aber nur, dass man schon mal einen ersten Eindruck hat, wie tief wir da quasi unten reinkommen. Ne? Und jetzt misst er mir quasi diesen unteren Bereich, also einmal zwischen dem blauen und dem roten, misst er den Höhenunterschied. So, und da sagt er jetzt eben 1434 μ. Siehst du hier? So viel haben wir also an Höhenunterschied hinbekommen. So viel Abtrag haben wir hinbekommen. Nicht schlecht. Hier haben wir jetzt also 1,4 mm abgenommen. Das ist schon ziemlich viel, aber mit einem anderen Laser und anderen Einstellungen geht auch noch mehr, wie man eben möchte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.